Nee, das macht mir Angst. Hast du Aufträge? Was haben wir denn hier? Gegenstand erhalten. 1276 Gewehrladung. Gewehrladung, Gewehrladung. Lager vernichten. 1000 Geld erhalten. Ich brauche einen Auftrag. Hast du was für mich? Den Stalker-Neuling töten. Das Artefakt Steinblume finden. Würde ich ja annehmen, aber erstmal will ich die. Will ich schauen, ob ich die andere noch irgendwie fertig kriege. Und ich weiß nicht, ob ich da hinkomme zum Bahnhofsgebäude. Übrig ein Tag. Schwanz eines Pseudohunds besorgen. Frage ist auch, wie komme ich. Wie kann ich da. Da ist irgendetwas. Sachen aus dem Besitz eines Anomalie-Opfers. So, da komme ich irgendwie nicht. Besitzer schützen. Unter dem Dach. Am kleinen Haus an der Brücke. Vielleicht sollte ich da doch nochmal die Straße entlang, da nochmal gucken. Danach, wo der Speer vom Wolf ist. Dort. Mache ich das doch mal. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Das wird ein Spaß in der Dunkelheit. Dass man sich nicht irgendwie Markierungen setzen kann oder so, ist auch... Naja, egal, ich gehe einfach die Straße entlang. In der Hoffnung, dass hier keine... Anomalien entstehen auf der Straße. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da welche waren, als wir angefangen haben. Das wäre mir doch aufgefallen. Auseinanderstraße. Na dann komm her. Wo bist du? Wollen wohl nicht. Mir das dann nochmal an. Ach, die spielen, die tollen da herum. Oh, süß. Das ist auch eine Anomalie. Stirb! Schon wieder eine Katze. So, unterm Dach meinte er. Oder stand das da? Schon wirkt dort die Anomalie. Ich lauf besser hoch. Da nichts. Unterm Dach. Was kann das bedeuten, unterm Dach? Hier vielleicht irgendwo? Gott, dieses Gepiepe nervt mich. Es muss wirklich da, wo die Anomalie sein. Ist das wahrscheinlich. Piepen regt mich auf. Ich laufe dann einfach weiter in diese Richtung. Da hinten sind auch schon wieder diese Anomalien. Na toll. Da auch noch welche. Herzlichen Glückwunsch. Da ist auch eine. Busch.
will ich doch nur die, den Opfer der Anomalie looten. Eins. Wo? Wahrscheinlich von da unten. Oder von da. Baumstumpf. Hm. Das sieht so aus, als wäre da immer ständig irgendwas drin. Irgendwelche Tiere oder so. Da hinten ist was. Da brennt was. Ob ich da irgendwie durchkomme? Hier vorbei am Baumstumpf. Ganz schnell. Ah. Einfach durchsprinten. Da ist das Feuer. Ich sehe da nichts dabei. Nee, doch, hier sind welche Leute. Drei Stück, wenn ich mich nicht irre. Ja, drei Stück. Hätte auch lesen können. Hast du was? Hm, Otter gestorben. Denn nichts. Musikant ist тебя. Еще тот. Bis dann, Natalie. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Da geradeaus. Вот дерьмо-то, а? Kommen wir zu diesem einen Punkt. Dürfte... Natalie, es fängt auch an zu regnen. Man hofft nur, dass im Regen die Anomalien aufhören. Hat sie auch gerade zerschlagen. Wow! Ja, beide Opfer der Anomalien, na toll. Oben rum. Auch noch das. Welttiere, Mutanten, Schattenhund, Fleisch. Super. Artefakt, Graphit, Training, Strahlung. Träger ein Charakter, ein radioaktives Artefakt am Gürtel oder betritt ein Gebiet mit einer hohen Hintergrundstrahlung, eine Menge der Gesundheit zu verlieren und an der Strahlungskrankheit zu leiden. Gegen die Strahlung helfen Strahlungsschutzmittel und Wodka-Graphit. Zu finden in der Nähe der Anomalie wie Vortex oder in Händen anderer Stalker. Beim Tragen wird ein kleiner Teil der Strahlung im Körper gespeichert, während der Rest seitlich verstreut wird. Zielt einen guten Preis. Schattenhund. Seit der Katastrophe hat es mehrere Generationen von Hunden gegeben. Jede Waffe der Zone mehr beeinflusst als die vorherige. Die schnelle Mutation führt zu einer gewaltigen Verbesserung vorher schwach ausgeprägter Fähigkeiten, oft auf Kosten der Primärfähigkeiten. Am auffälligsten war der Verlust der Sicht, der mit der drastischen Verbesserung des Geruchs einherging. Blinde Welpen überlebten in der Zone genauso gut wie nicht, wenn nicht besser als normale. Der gemeine Hund starb in der Zone rasch aus und übrig blieben die blinden Schattenhunde. Die Tiere erkennen und vermeiden instinktiv Anomalien, Strahlung und andere Gefahren der Zone. Wie ihre wilden Vorfahren, die Wölfe jagen Schattenhunde im Rudel. Eine Begegnung mit einer größeren Gruppe dieser Tiere kann selbst für einen erfahrenen und gut bewaffneten Stalker gefährlich werden. Wie die meisten anderen Lebewesen in der Zone hat das Hausschwein ebenfalls seit dem Tag der Katastrophe ernsthaft biologische Veränderungen erfahren. Das soll ein Schwein sein. Offenbar waren hauptsächlich die für den Stoffwechsel verantwortlichen Gene betroffen. Mutantenschweine unter Stalkern als Fleisch bekannt, gehören zu den drastischen Perversionen der Natur in der Zone. Mutantenschweine haben eine schützende Schuppenschicht und äußere Knochenplatten. Ihre Regenerationspotenzial ist um ein Mehrfaches gestiegen, ebenso die Komplexität ihres Nervensystems. Wie normale Schweine sind sie alles fressen und greifen, wenn hungrig, auch Stalker an. Ich frage mich jetzt nur, wie ich
aktuell 32, das geht ja. Wird ja relativ bald wieder hell werden. Eins versuche ich noch, nämlich an den Typen. Achso. Unter der Brücke durchzukommen. Wow! Scheiße! Na toll, noch ein. Leck mich doch. Nein! Stirb, du Schwein, stirb! Was ist denn hier? Wildschweinklauen können zur Herstellung verschiedener Medikamente verwendet werden, zum Beispiel Strahlenschutzserum. Ja, das Zeug. Nachladen. Ich versuch mal an den Soldaten, wenn das Soldaten sein sollen, vorbeizukommen. Speichere ich hier ab. Wenn nicht, dann gehe ich zurück zum Lager. Kann ich dann auch nichts mehr machen. Diese Pseudo-Hunde muss ich dann auch wahrscheinlich auch finden. Huch. Das heißt, dann kann ich dann erstmal die Aufnahme beenden und... Ich muss versuchen, mich vorbeizuschleichen. Die Frage ist nur, wie... habe ich ein Problem. Ach du Scheiße! Plus. Auch noch! Rückzug, Rückzug, Rückzug! Ja! Medikit ist schnell. Verdammt! Nein! Beweg dich nicht! Ach, scheiße. Naja gut, ich glaube, dafür muss ich dann ein bisschen mehr machen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich das Spiel weiterspielen werde, weiter verfolgen werde und aufgrund dessen, dass es Open World ist, wird es wahrscheinlich auch wieder so ein Langzeitprojekt sein wie Fallout oder Final Fantasy. Das wird ein Spaß. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine gute Ablenkung von Final Fantasy. Jedenfalls kann ich sagen, ich werde es weiterspielen und wir werden großen Spaß noch daran haben. So wie jetzt eben gerade. Schön Rückzug und so. Nee, da muss ich mir was überlegen für die Kollegen. Wie ich daran vorbeikommen soll. Oder ich schaue mir das nochmal im PDA an oder so. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, vielleicht kommt ja noch was in die Kommentare. So. Ich sag hier an der Stelle auf jeden Fall, dass ich die Aufnahme beende, weiterspiele und mal schauen, wie es weitergehen wird, woher unsere Herkunft ist, was unsere Herkunft ist, wie unser Ziel weiter aussehen wird, ob wir Strelok finden. Man weiß es nicht.
Ich sag nur tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.